Hi! Wir sind hier gerade in Obertauern unterwegs und das Skigebiet ist ja auch als Schneeschüssel der Alpen bekannt. Und dass das Bild stimmt, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Alles für uns alleine. Breite Pisten, man kann seine Schwünge ziehen, wie man will. Es ist mega. Es ist mega anstrengend zu schaukeln. Willkommen! Ich zeige euch mal mein Zimmerchen. Gemütlich, oder? Meine Schwester kommt erst noch, das wartet nämlich da draußen. Schaut euch diesen Blick auf Obertauern an und wie verschneit das hier alles aus. Da sind Schneeberge am Straßenrand zu sehen, die Dächer sind schneebedeckt und wir haben auch schon einen guten Blick aufs Skigebiet da hinten. Und ihr seht das, die Lifte setzen sich langsam in Bewegung, es kann also losgehen. Vom Trocknungsständer? Kuschelig weich. Ja. Zum Glück hat die Kamera keinen Geruchssensor. Passt's? Boah, gleich bin ich drin. Warm-up. Felix ist natürlich auch wieder mit dabei hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Wie oft warst du jetzt eigentlich mittlerweile schon in Obertauern? Unzählige Male, also eigentlich einmal im Winter mindestens. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht mehr mitgezählt hast, denn schon allein zu zweit waren wir ja super oft hier. Und ich freue mich heute auf die Schneequalität, denn ich glaube, die ist super. Denn allein der Skiort liegt ja auf 1700 Meter Höhe und von hier gehen dann die insgesamt 100 Pistenkilometer ab. Und auffällig dabei ist, dass viele Abfahrten direkt wieder in den Ort zurückführen. Das Ganze ist nämlich wie so eine Art Kessel aufgebaut. Und wir wollen jetzt aber gar nicht mehr lange reden, sondern direkt starten. Und zwar mit der Gamsleitenbahn 1. Wir sind die Ersten, die heute hier nach oben fahren. Türe schließen. Es ist so schön, hier gerade im Schein der aufgehenden Sonne nach oben zu düsen, zu den schneebedeckten Bergflanken entgegenzufahren. Wir haben eben schon eine Gruppe Freerider unten am Lift getroffen. Die machen sich gerade dafür bereit, den Schnee abseits der Piste zu erkunden. Also auch dafür liegt hier schon genug. Die Pistenverhältnisse sind genial heute. Also es sind noch keine Spuren da. Wir ziehen gerade so die ersten Linien über die Piste. Es staubt, weil der Schnee so trocken ist. Und es ist auch wirklich nicht zu hart. Es macht richtig viel Spaß. Und jetzt stehen wir hier gerade am Lift der Gamsleitenbahn 2. Der geht nicht. Da bin ich ja fast schon ein bisschen froh, weil eigentlich wollte der Felix da hochfahren, um sich einzufahren. Die Gamsleiten 2 ist nämlich eine der schwierigsten Abfahrten überhaupt. Also da gibt es ein Gefälle von bis zu 100% und die Piste ist unpräpariert. Unser Hotel. Obertauern ist eigentlich ein Vorzeigeskiort. Deswegen bekommen die Skifahrer hier sogar eine Brücke über die Bundesstraße. Hier ist das Kinderland. Jetzt geht's mit der Scheidbergbahn weiter. Dort oben wartet nämlich ein cooler neuer Fotospot und den wollen wir uns mal anschauen. Einmal Platz nehmen. Es ist mega anstrengend zu schaukeln. Hier am Scheidberg ist ein neuer cooler Fotospot, nämlich so eine große hölzerne Schaukel. Und da schaukelt man wirklich mit einer genialen Aussicht. Leider ist sie hier an den Seiten ein bisschen festgemacht, sodass man nicht allzu viel Gas geben kann. Ist also eher gemütlich. Aber man hat von hier auch noch mal einen guten Blick auf die Gamsleiten 2 darüber. Über die haben wir ja eben schon gesprochen. Und die sieht von hier richtig, richtig steil aus, oder? Aussichtspunkt.
hier aussieht, oder? Toll. Und schaut mal, wie schnell die Wolken da ziehen. Daran sieht man auch, wie viel Wind hier gerade geht. Es weht nämlich so ein richtig eisiges Lüftchen. Das könnt ihr zum Glück nicht spüren. Es ist nämlich bitterkalt gerade hier oben. Und hier steht sogar ein Fernbock. Und damit kann man zum Beispiel die große Kesselspitze sehen. Die Berge sind hier nämlich beschriftet. Neben der Kesselspitze sehen wir hier aber noch jede Menge andere Berge. Zum Beispiel ragt da neben uns ganz imposant der Hundskogel auf. Wir können Richtung Hoher Dachstein blicken, sehen die große Bischofsmütze und den Hohen Göll. Und hier oben vom Hundskogel von der Bergstation gibt es auch eine neue Skiroute, die jetzt ins Tal hinabführt. Da könnt ihr mal ein bisschen Tiefschnee-Feeling schnuppern. Und wir fahren uns jetzt wieder warm. Jetzt geht's zu meiner Lieblingspiste. Man sieht gar nichts. Das hier ist also Felix' Lieblingspiste. Und gleichzeitig ist das die längste Abfahrt im gesamten Skigebiet. Sie führt nämlich bis zur Talstation der 10er-Kar-Bahn hinab. Und da könnt ihr sogar ein bisschen variieren. Ihr könnt nämlich entscheiden, ob ihr das erste Teilstück über eine schwarze Abfahrt oder wie wir hier über die rote Abfahrt zurücklegt. Also, los geht's! Ja, macht Spaß. Es macht mega Spaß, vor allem hier so mitten in dem Wolkenmeer zu fahren. Das ist irgendwie gerade so ein ganz besonderes Gefühl, weil man fährt immer so ein bisschen in leichten Nebel rein, dann wieder raus und dann ist es manchmal so richtig hochalpin. Sieht man noch mal schön die Piste, die wir eben gefahren sind. Diese ganz lange Abfahrt bis ins Tal. Ist übrigens auch Teil der Tauernrunde. Die Tauernrunde führt nämlich einmal, wie der Name schon sagt, rund um das Skigebiet rundherum. Könnt ihr in beide Richtungen fahren. Einmal über die grüne Tauernrunde oder über die rote Tauernrunde. Beide sind ungefähr 12 Pistenkilometer lang. Geübte Skifahrer schaffen also bestimmt auch beide Runden an einem Tag. Zurück in die Sonne. Einkehrschwung. Schick. Wir nehmen einen Platz mit Aussicht, oder? Natürlich. Ich glaube, wir müssen gar nicht gucken, oder? Wir nehmen eh zweimal die ganze Milch. Hi! Zweimal Gamsmilch, bitteschön. Dankeschön. Schaut gut aus, ja. Ja? Ja, Martin, was ist denn jetzt das Besondere an der Gamsmilch? Das Besondere ist, dass die Gamsmilch aus frischer Kuhmilch hergestellt wird. Also die wird mit der 10er-Kar-Bahn aufgeliefert. Das Rezept ist leider geheim. Sie schmeckt ein bisschen nach Kakao und ein bisschen natürliches Alkohol dabei. Wird frisch aufgeschäumt und mit Kakao verziert. Kannst du nicht für uns eine Ausnahme machen und uns trotzdem das Rezept verraten? Das kann ich dann machen, wenn die Kamera aus ist. Wir verlinken es euch dann. Und ganz wichtig, immer links rumdrehen, gegen den Uhrzeigersinn. Gut machst du das. Zum Wohl. Zum Wohl. Ein cooler Skitag geht für uns zu Ende und wenn ihr den Skitag noch verlängern möchtet, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Dann könnt ihr nämlich am First Track teilnehmen. Dadurch geht es für euch eine Stunde vor dem offiziellen Liftstart schon ins Skigebiet hinauf. Dann habt ihr auch die Piste ganz für euch alleine. Und jetzt freuen wir uns über jeden Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an das Abo. Und wenn ihr weitere schöne Skigebiete entdecken möchtet, dann schaut gerne mal hier vorbei. Ciao, ciao!